herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Wettertalk MV. An meiner Seite habe ich natürlich wieder meinen Diplom-Meteorologen Dr. Ronald Eichsmann. Herzlich willkommen, Dr. Eichsmann. Ja, hallo. Schön, dass ich da bin. Ja, heute Morgen, was sagen Sie, der Sturm? Ich habe gefühlt, es war Sturm. In welcher Windstärke haben wir uns da bewegt? Und vielleicht können wir direkt anknüpfen auf den Tag. Wie hat sich der Sturm oder der Wind entwickelt? Also es stimmt schon, heute Morgen hatten wir einen guten Peak. Das bedeutet, die Atmosphäre war eher aufgeregt. Und das heißt im Klartext, Windstärke 6, Windstärke 7 und in Spitzen hatten wir sogar eine 8. Das bedeutet, wir sind von stürmischem Wind in Sturm übergegangen. Aber das war gerade in den Morgenstunden und wie man jetzt auch sieht, es ist relativ ruhig. Das bedeutet, jetzt über den Tag hinweg ist der Wind immer weniger geworden. Hat einfach damit zu tun, dass das Tief im Endeffekt quasi über uns hinweg gesaust ist, über Mecklenburg-Vorpommern und damit wir auf der ruhigen und man sieht es ja jetzt auch auf der sonnigen Seite sind. Hm. Warum entwickelt sich das denn so, ja, so stark? Also wir hatten ja am Anfang, meinten Sie ja, Windstärke 8, 7 und jetzt haben wir nur noch 4, also quasi ja für mich jetzt als Laie sozusagen die Hälfte. Warum entwickelt sich das in so wenigen Stunden? Hat einfach damit zu tun, derzeit haben wir über Mitteleuropa, Nordatlantik wie eine Schnellstraße. Das heißt, die Tiefschicht, die sich dort bilden, die haben ja meistens schlechtes Wetter, sehr viel Wind, die sausen sehr schnell und effektiv vom Atlantik Richtung Osteuropa. Und wir sind jetzt mittendrin in Mecklenburg-Vorpommern und das heißt, dass innerhalb von 24 Stunden teilweise Tiefs erschaffen von Ostamerika bis nach Europa zu kommen. Und mit diesen Geschwindigkeiten sausen sie natürlich durch. Das heißt, heute Morgen haben wir noch ein Tief gehabt, sozusagen vorderseitig, dann kam der ganze Regen und jetzt schon ist das weit Richtung Polen, sozusagen Richtung Osteuropa, also sozusagen weggedriftet. Das heißt, in unwahrscheinlich kurzer Zeit sehr große Entfernung. Und deswegen haben wir, wenn man so will, innerhalb von einem Tag, so wie heute, sehr, sehr viel Wettererscheinungen, wirklich alles zusammengepackt. Und bei solchen Sturm- oder Windentwicklungen, wie ist das Verhältnis dann zu dem Wasser? Wir sind ja hier direkt am Wasser, hier auch in Wismar und wie ist da die Entwicklung oder die Beziehung zueinander? Na, also was man immer sehr gut sehen kann, ist, wo Wind ist, da will natürlich auch das Wasser hin. Und gerade jetzt, wo wir hier stehen, an der Lübecker Bucht oder auch sonst an der Ostsee, und das ist eigentlich egal, ob ich jetzt hier bin oder mich im Endeffekt sozusagen am Greifswalder Bodden befinde, grundsätzlich ist es für uns extrem wichtig, woher der Wind kommt. Und wenn der Wind auflandig kommt, das bedeutet von Nord sozusagen von der Ostsee reindrückt, dann können wir sehr schnell und effektiv sozusagen 50 cm, 1 Meter, 1,50 Meter haben. Das Ganze ist entspannt, wenn wir so wie jetzt oder heute, wenn auch Sturm ist, aber der Wind von der anderen Seite kommt, also sprich vom Landesinneren. Heißt im Klartext, dann wird der ganze, ich sag mal, das Wasser wird rausgedrückt und dementsprechend tut sich am Wasserstand relativ wenig oder das Wasser geht sogar noch zurück. Also deswegen für uns, gerade hier an der Küste lebend in Mecklenburg-Vorpommern, heißt das immer, nicht nur die Windstärke ist extrem wichtig, sondern auch die Richtung. Hm. Jetzt ist ja auch noch mal die Sonne rausgekommen. Ja. Wie wird sich denn jetzt die Sonne auf die nächsten Tage verteilen? Ein Meteorologe möchte sich nie gerne richtig festlegen, aber ich würde das vielleicht mal so formulieren. Das, was wir heute am Tag gesehen haben, was wir erlebt haben, also von allem etwas dabei, davon gehe ich aus, dass wir das in den nächsten Tagen auch haben werden. Weil an der grundsätzlichen Wettersituation ändert sich kaum oder sehr, sehr wenig. Heißt also, wenn wir jetzt an den Freitag, Samstag oder Sonntag denken, dann haben wir wirklich alle Elemente dabei. Also man hat sicherlich schöne sonnige Abschnitte, so wie jetzt. Wir haben aber auch Wolkenfelder, die über Stunden hinweg mausgraues Wetter erzeugen. Und wir haben, so wie jetzt auch heute, Schauer dabei. Das heißt, ich hätte jetzt gesagt, wir haben einen richtig schönen bunten Herbstmix. Hm. Ja genau, bunter Herbstmix, das trifft es ganz gut, weil Stichwort Temperaturen. Heute Morgen hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwie mit einem dicken Schal und einer Mütze raus. Da war mir so kalt und jetzt stehe ich hier wieder irgendwie ohne Jacke. Wie entwickeln sich die Temperaturen? Temperaturen finde ich sogar an diesem Wochenende eher langweilig. Das bedeutet, wir dümpeln irgendwie zwischen 13, 14 und 18 Grad. Also das heißt, wir haben eine Spanne von 5 Grad und diese Spanne, die ist sogar tagsüber wie auch nachts. Das heißt, es tut sich nicht sehr viel, weil immer wieder neue Luftmassen, milde Luftmassen nachkommen. Und ich denke mal, vielleicht einfach wie wollen wir uns kleiden? Heißt im Klartext, wenn die Sonne rauskommt, dann wärmt mich die Sonne. Das heißt nicht die Luft. Das heißt sehr schnell Jacke mal ausziehen. Wenn die Sonne weg ist, sind wir ganz schnell 5 Grad kälter. Das heißt, innerhalb von wenigen Minuten können wir Temperaturstürze haben oder gefühlte Temperaturempfinden von 5 und mehr Grad Unterschied. Und ich glaube, das macht es gerade, dass man alles dabei hat und sehr schnell und effektiv auch Sachen weglegen kann. Stichwort alles dabei haben. Wie sieht es aus mit dem Sturm? Wind, wie wird sich das entwickeln? Können Sie da noch mal irgendeine Prognose geben? Ich möchte es versuchen. Also ich sehe den Wind einfach tiefenentspannt im Sinne von relativ ruhig. Ruhig heißt an der Küste
nicht nur schwach bis mäßig, sondern auch mal frisch. Gerade wenn wir Schauerböen haben, dann kann der Wind mal hochgehen. Aber grundsätzlich sollte Wind an diesem Wochenende nicht mehr das Thema sein. Okay. Ja, vielen lieben Dank, Herr Dr. Eichsmann, auch wieder für diesen entspannten und schönen Wettertalk. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie können jetzt heute noch ein bisschen die Sonne genießen und natürlich sich auch am Wochenende auf gutes, trockenes, windloses Wetter einstellen. Bis dahin machen Sie es gut. Bis zum nächsten Wettertalk. Auf Wiedersehen. Tschüss.